Laufe des Tages sind so 2 bis 4 Grad nachher nur noch möglich. Also es ändert sich an den Temperaturen heute kaum was. Es bleibt grau, es bleibt auch regnerisch. Und im Laufe des Nachmittags könnte aus dem Regen dann irgendwann auch ein bisschen Schneeregen oder... Schönen guten Morgen und ja, ich bin's wirklich. Heute mal nicht im Dunkeln gestartet und auch mal nicht zum Sonnenaufgang unterwegs. Ganz untypisch. Ja, ich versuche die letzten Zuckungen des Herbstes noch einzufangen. Bin dieses Jahr irgendwie ein bisschen spät dran. Wahrscheinlich durch meine Reise nach Spanien habe ich so den meisten Herbst hier in Deutschland verpasst. Nichtsdestotrotz möchte ich es nochmal versuchen, ja, so ein bisschen herbstliche Stimmung einzufangen. Hier im Wald, nicht weit weg von zu Hause und ja, wie man vielleicht so im Hintergrund sehen kann, das meiste gefärbte Laub ist schon von den Bäumen runter. Ist nicht mehr allzu viel übrig, aber ich guck mal, was ich so machen kann und ich habe tatsächlich schon so das erste kleine Motiv gefunden. Hier vorne diese, ich sag's mal, relativ große Pfütze ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen, weil wir im Endeffekt für die Waldfotografie sehr schöne Bedingungen haben. Kein direktes Sonnenlicht, also sehr bedeckt und auch fast gar kein Wind. Habe ich hier eine schöne Spiegelung in dieser Pfütze und ja, nichts Spektakuläres, aber für einen Einstieg gar nicht schlecht. Und das Motiv möchte ich mal ausprobieren. Ja, es ist hier vorne, ups, schon ganz gut matschig und relativ feucht, deswegen mache ich es mal schnell. Im Endeffekt, ja, relativ klassisch, so den Spiegel-Scheitelpunkt, sage ich mal, in die Mitte vom Bild gesetzt. Was mir schön gut gefällt, sind die Laubblätter hier noch auf der Wasseroberfläche, diesen toten Baumstumpf hier in der Ecke habe ich ganz bewusst noch mit ins Bild reingenommen. Ja, grenzt so ein bisschen ab. Hier hinten finde ich halt schön, dass die Bäume alle schön gerade stehen, sehr uniform. Das gefällt mir ganz gut. Ja, ich habe einen Polfilter noch aufgesetzt, um das Laub hier im Hintergrund noch etwas kräftiger zu halten und hier vorne natürlich auch. Und viel mehr ist es nicht. Ich habe mich noch für einen Fotostack entschieden, weil ich natürlich sehr tief mit der Kamera bin, der Vordergrund sehr nah an der Kamera dran ist. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es mit einer Aufnahme, so mit Blende 11, Blende 13 schaffen würde, alles scharf zu bekommen. Deswegen Fotostack. 4 Aufnahmen habe ich diesmal gemacht, hintereinander mit verschiedenen Fokuspunkten ins Bild hinein und das ist das Ergebnis.
Es ist im Endeffekt heute so ein klein wenig, ja, Experiment ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ja, ich wollte einfach mal ausprobieren. Ich wollte heute an diesem, was haben wir denn heute? Mittwoch. An diesem Mittwoch wollte ich rausgehen zum Fotografieren. Mir war egal, was für ein Wetter kommt. Ich habe ganz bewusst nicht auf die Wettervorhersage geachtet. So, ich habe mir gesagt, ich gehe heute raus, egal was kommt. Und getreu dem Motto, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falschen Motive, habe ich mir gedacht, egal wie das Wetter wird, ich versuche irgendwelche Motive hier heute im Wald zu finden. Ja, und was soll ich sagen? Der Anfang war ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber das reicht mir noch nicht so ganz. Ich möchte noch so, ja, vielleicht noch so ein, zwei Motive zusammensuchen und ja, einfach mal gucken, was heute noch so geht. Ich finde es ja immer wieder spannend, aus der Komfortzone rauszukommen, und Wald ist definitiv nicht meine Komfortzone. Ich war zwar schon öfters im Wald, fotografiere eigentlich auch gerne im Wald, aber ich tue mich auch mal ein bisschen schwer bei der ganzen Geschichte. Aber es pusht mich immer so ein bisschen, ja, vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, für meine Verhältnisse kreativ zu werden. Und so einen kreativen Schub hatte ich jetzt vielleicht gerade. Oder habe ich jetzt gerade im Moment. So ein Bild habe ich so in der Art noch nie gemacht. Finde es aber irgendwie ganz spannend. Worum geht's? Ich zeige es euch hier, oder ihr seht es vielleicht auch schon hier im Hintergrund. Die Kamera steht sehr nah an diesem Baum mit diesen Ästen, mit diesem Laub drauf. Und ja, ist halt dann so ein Stück in den Wald gerichtet. Meine Idee dahinter war quasi, dieses Laub, was hier rundherum so ist, im Bild als Rahmen zu nutzen. Dass ich quasi so einen bunten Laubrahmen habe, der natürlich verschwommen ist, und ich im Hintergrund den herbstlichen Wald, ein paar Baumstämme habe. Wie das alles aussieht, zeige ich euch mal in der Kamera. Ja, das ist also mein kreativer Erguss für heute. Wie man sehen kann, habe ich, ja, nicht ganz rundherum, aber so an den meisten Seiten einen leichten bunten Schimmer, sage ich es mal. Das sind die Laubblätter hier von dem Baum. Ja, es ist gar nicht so einfach, ein gutes Mittelmaß zu finden, dass nicht zu viel verdeckt wird von dem Motiv im Hintergrund, aber halt auch ein bisschen bunte Farben rundherum sind. Wie man jetzt im Bild auch sehen kann, der Wind hat so leicht aufgefrischt. Die ganze Geschichte bewegt sich jetzt auch noch ein bisschen. Aber vom Prinzip her finde ich es nicht schlecht. Man muss immer so ein bisschen, ja, mit dem Fokus spielen. Nicht mit dem Fokus, mit der Brennweite. Ich könnte fast noch ein bisschen weiter rausgehen. Ja. Oder einfach ein bisschen weiter rein. Ist nicht ganz so einfach, aber ja, ich versuche mal so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ich denke mal, das passt ganz gut. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass ich schon so ein bisschen verwöhnt bin, was das Fotografieren und ja, vor allem auch die Motivauswahl angeht. Gerade so auf Reisen, auch auf meiner letzten Spanienreise, ist es oft so. Ich recherchiere vorher,
suche mir die Motive raus, fahre hin, bin vor Ort und ja, das Motiv, das Bild springt einen schon regelrecht an. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ja, da muss man im Endeffekt nur noch die Kamera aufbauen, vielleicht ein bisschen das passende Licht abwarten und draufhalten. Viel mehr ist es nicht. Eigentlich keine große Kunst. Deswegen finde ich es jetzt ganz schön, mal hier durch den Wald zu laufen. Und ja, was ja im Endeffekt nichts Spektakuläres ist, hier gibt es nicht das eine Motiv, sondern ja, einfach zu laufen und sich die Bilder zu erarbeiten. Finde ich eine ganz spannende Sache, trainiert mich auch wieder so ein bisschen oder ja, übt den Blick, schärft den Blick für das Besondere im Alltäglichen, sage ich mal ganz blöd. Und finde ich mal eine schöne Abwechslung zu dem sonst immer, ja doch recht komfortablen Fotografieren, was ich sonst immer mache. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich vor ein paar Jahren mein Makroobjektiv verkauft habe. Gibt noch viele schöne Pilze, der Klassiker in der herbstlichen Waldfotografie, sage ich mal, die man hier ja mit dem Makro schön in Szene setzen könnte, aber tja, da war ich glaube ich etwas zu vorschnell. Jetzt bereue ich es ein bisschen und so mit dem 2405 oder auch mit meinem 70-300 komme ich nicht nah genug dran. Die nahe Einstellgrenze ist einfach zu groß, von daher musste ich jetzt auf ein anderes Motiv ausweichen, was mir aber auch ganz gut gefällt. Auch nochmal ja, ein klassisches Herzmotiv. So eine Detailaufnahme, ja nicht eine Teilaufnahme, aber ja eine komprimierte Aufnahme vom Herbstlaub hier, was hier hinter mir auf diesem Baumstamm liegt. Da ragt noch so ein bisschen ein Farn ins Bild hinein, was der ganzen Sache ja so ein bisschen Struktur gibt, damit es nicht ganz so unaufgeräumt wirkt. Und die Farben sind sehr schön, kommen mit einem Polfilter wunderbar raus. Noch eine feine, kleine Aufnahme, wie ich finde. Ja, wie man hier sehen kann, wie gesagt, der Farn ragt hier so von links unten in der Ecke ein bisschen ins Bild hinein. Gefällt mir ganz gut. Hier dieses helle Blatt sticht natürlich etwas hinaus. Ja, und generell die Farben halt sehr schön. Schön gesättigt durch den Polfilter. Hier oben noch ein bisschen Moos. Alles in allem nichts Spektakuläres, aber wie ich finde, eine schöne Aufnahme mit feinen Details, passt sehr gut. Ja, auch hier, obwohl ich Blende 13 eingestellt habe, komme ich um Fotostacking nicht drum rum. Bin wieder relativ nah an meinem Motiv dran und ja, da das Laub so geschichtet ist, ist es halt so, wenn ich auf die eine Ebene fokussiere, ist die andere Ebene schon nicht mehr ganz scharf. Das möchte ich halt durch dieses Fokus-Stacking umgehen. Deswegen wieder drei Aufnahmen, verschiedene Fokuspunkte und so sieht es dann aus. Wie zu erwarten, ja, war es nicht so einfach, hier Motive im Wald zu finden, für mich zumindest. Aber wie gesagt, es war auch ganz schön, sich das Ganze mal so ein bisschen wieder zu erarbeiten und ja, nicht alles so in den Schoß fallen zu lassen. War mal wieder ein ganz schöner Ausflug. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn das so sein sollte, wie immer den Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und schaltet einfach im nächsten Video wieder ein. Bis dahin.